Für welches Land bist du denn? Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Heute geht es um ein Reiseladegerät mit 4 USB-Ports und da soll ordentlich Power drin stecken. Ich habe es getestet bzw. testen lassen. Ich habe es meiner Freundin in die Hand gedrückt und habe gesagt, hier, probier mal aus ein, zwei Wochen lang und sag mir, ob dir irgendwas auffällt, ob es warm wird, ob es pfeift, ob irgendwas anderes Auffälliges dran ist. Denn die lädt wirklich wie verrückt ihre beiden Handys und das Tablet und ja, die lädt einfach mehr als ich, deswegen dachte ich, soll sie es mal ausprobieren. Aber zuerst mal zum Lieferumfang. Wir haben eine schicke kleine Transporttasche, da können wir alles reinpacken, das eigentliche Ladegerät, dazu gleich mehr. Und noch verschiedene Aufsätze für die unterschiedlichen Anschlüsse in den verschiedenen Ländern. Und hier habe ich eben gefragt im Intro, für welches Land das hier denn sein sollte. Und es ist für Australien. Na, wer hätte es gewusst? Ich hätte es nicht gewusst. Das hier kennt man, das ist für UK, also für nach England, das Ganze einzustöpseln. Und das hier, na klar, das ist unser europäischer Netzstecker für hier Deutschland und Umgebung. Und dann haben wir hier das eigentliche Ladegerät und hier kann man nochmal was ausklappen. Das ist hier für die amerikanischen Freunde, die brauchen also keinen Adapter, die können es direkt so in die Steckdose reinstecken. Wir lassen es aber so nach oben geklappt und müssen dann einmal hier unseren europäischen Stecker einfach hier draufstecken, runterdrücken. Und dann ist das Ganze schon startklar. Und ja, da hatte ich schon mein erstes, na, ich sag mal, Problemchen oder Moment gehabt. Denn schaut mal her, das steht hier so weit nach oben raus. Ich hoffe, man kann es so ganz gut erkennen. Und am Anfang dachte ich echt, das Teil, das muss doch noch weiter runter. Hier unten sieht man noch den Spalt und ich habe hier rumgedrückt und gemacht. Aber nö, ist wirklich so. So ist das richtig draufgesteckt. Das geht nicht tiefer rein. Das bleibt so auf dieser Höhe stehen. Aber ist ja kein Problem. Allerdings war es für mich am Anfang etwas verwirrend, das Ganze. So, passt, sitzt und geht auch nicht mehr so leicht ab. Also ordentlich fester Sitz. Passt soweit. Und hier haben wir die 4 USB-Anschlüsse dran. Und was die jetzt bringen, das steht hier auf der Unterseite. Also wir haben hier einen Output pro USB-Anschluss, einen Maximal-Output von 5 Volt und 2,4 Ampere. Die erkennen automatisch, wenn ihr ein Gerät anschließt, wie viel Aufnahme das Gerät oder wie viel Leistung das Gerät aufnehmen kann. Also intelligente Erkennung, natürlich über Spannungsschutz und all die Sicherheitsfunktionen, die man sich von so einem Gerät hier erwartet, sind hier mit eingebaut. Einen maximalen Output haben wir von 5 Volt, 6,8 Ampere bzw. 34 Watt. Also, hiermit könnt ihr gleichzeitig dann einige Geräte aufladen, 4 an der Zahl. Und tja, meine Testerin hat mir berichtet, das Teil funktioniert einwandfrei. Es gibt keine störenden Piepgeräusche, Pfeifgeräusche. Wir haben nämlich auch so ein Ladeding, das fängt an zu piepen und zu pfeifen. Das nervt unheimlich. Also hier piept und pfeift gar nichts. Alles wurde gut geladen. iPad, iPhone, Android, Smartphone, alles völlig problemlos. Hat 1A funktioniert. Und das Teil hier, das hat sie mir noch gesagt, wurde erstaunlich wenig warm. Also das ist man sonst gewohnt, dass die Ladeteile, gerade wenn mehrere Geräte dran stecken, mal ordentlich warm, vielleicht sogar ein bisschen heiß werden. Aber das Teil hier ist echt angenehm kühl geblieben. Es soll auch laut Hersteller einen Effizienzgrad von 88% abliefern. Also da wird wirklich nur wenig Wärme abgegeben, 12% von der gesamten Leistung, die hier durchläuft. Also Leute, eigentlich ein gutes Gerät. Optisch gefällt es mir, naja, geht so, dass hier alles so ein bisschen raussteht, stört etwas. Aber ansonsten, schönes Teil, fühlt sich ordentlich verarbeitet an, erfüllt seinen Zweck, keine Probleme. Kann ich euch also empfehlen, auch wenn ihr natürlich viel reist, dann mit den verschiedenen Reisesteckern, ganz praktisch. Aber auch wenn ihr einfach nur ein Gerät sucht, um mehrere technische Geräte via USB aufzuladen oder mit Strom zu versorgen, Leute. Also, wer sowas brauchen kann, ich verlinke es euch wie immer hier unten in der Videobeschreibung, das Reiseladegerät von Orico und sage schon mal Tschüss und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier bei MeAppleCat. Macht's gut! Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das MeAppleCat-Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.